Heute mal einen kleinen Videogruß aus dem Inselkeller. Ja, diesmal mit einer schönen Alarmmeldung von den JKBMS. Und zwar sind unsere beiden Lefebvre 4 Blöcke endlich mal wieder vollgeladen. Das sieht man natürlich gern. Na, also diese kleine Süderweiterung habt ihr vielleicht schon mitbekommen bei mir in den Short-Videos. Na, die hat genau dazu geführt, was wir halt erreichen wollten, dass wir den Speicher endlich wieder vollladen können. Und wie ihr sehen könnt, na, der Smart Shunt sagt 56 Volt und die JKBMS gehen jetzt runter auf diese 54 Volt, diese Absorptionsspannung, Erhaltungsspannung. Ja, also diese zwei Panels, ne, diese Scheinfahr 550 Watt, haben dafür gesorgt, dass wir endlich mal den Speicher wieder voll bekommen. Und es ist natürlich schön, diese gelben, ne, oder orangefarbenen LEDs an den Victron-Ladereglern zu sehen. Na, die zeigen halt an, dass wir jetzt vollgeladen haben und jetzt diese Absorptionsspannung halt vorne, diese Erhaltungsspannung, das freut einen natürlich. Somit kann ich jetzt endlich den dritten Lefebvre 4 Block in Betrieb nehmen. Na, solange wie man die Blöcke halt, die man hat, nicht vollgeladen bekommt, macht es keinen Sinn, weitere Blöcke in Betrieb zu nehmen. Ja, aber ihr seht, ne, es funktioniert. Es ist wieder mal vollgeladen. Na, diese gelben LEDs haben wir seit dem 24. Juni nicht mehr gesehen, seitdem der Plug-in-Hybrid dazugekommen ist bei uns in der Anlage. Aber jetzt sind endlich mal beide Blöcke voll, rappelvoll, das sieht man doch gern. Ja, so viel mal für den kurzen Videogruß von heute. Und am Wochenende gibt es da mal ein Video zur bevorstehenden großen 5 kW Süderweiterung, weil da sind einige Sachen momentan in Vorbereitung und in Arbeit. Aber das seht ihr dann im Detailvideo am Wochenende.